Nebenbei, ich hatte hier doch was. Armschienen für sie, würde ich sagen. Einen Schlüssel, den wir wohl sowieso brauchen werden. Und ansonsten ist hier drin nichts gut. Alle Cooldowns bis auf Eisschild sind aufgeladen. Hi Drachis. Wieder ein Waldgebiet, ha? Der Drachenfledermaus hier. Schau an, Topaz, die letzte der Elfenschwestern. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, aber ich kann dir einige Tipps geben, wenn du möchtest. Sie ist eine gute Kämpferin. Pass auf Wirbelwind und Doppelschlag auf, da diese Angriffe mehrere von uns verletzen können. Ich sehe schon, unsere Heilfähigkeiten werden einem Test unterzogen werden. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen, solange der Drache hier rumfliegt. Oder die Drachen. Also sie scheint auf jeden Fall eine Nahkämpferin zu sein. Das heißt, wir hatten drei Elfenschwestern, eine Hexe, eine Bogenschützin und... Au! Das ist jetzt weniger gut. Oh, die zweite Karte ist hier. Okay. Hey. Ah, nicht schon wieder zwei von der Sorte. Muss ich ja jetzt doch die große Heilung einsetzen. Und ein paar Fähigkeiten. Was killen sie mir nämlich schon wieder den Tank weg? Let's go.
Echter Schwert der Barrikade. Ach nee, halt. Nehmen wir trotzdem mal mit. Okay, das hier ist Level 12. Das ist Level 13. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier schon sein sollte. Das hier können wir wohl wahrscheinlich nur wieder von der anderen Seite öffnen. Die Abkürzung. Aber ich kann jetzt den Weg nach oben nehmen. Boah, mach bloß zu. Gut, das eher. Das hier ist... Oh, das kennen wir hier noch gar nicht. Oh, ein Teleporter. Und ein Durchgang hier, okay. Was machst du? Leute, wir sind wieder auf Ebene 1. Supi. Gut, wieder Ebene 9. Zehn brauchen wir nicht. Aber 11. Ja. Dann schaffen wir in dieser Aufnahmesession wenigstens noch den Bossfight, hoffe ich mal. Alles voll, alle Cooldowns fertig. Hi. Doppelschlag. Unterbrechen wir mal. Okay, Wirbelwind. Den müssen wir definitiv ausweichen, den Wirbelwind. So ausweichen. Aber uns nicht in irgendeine Ecke treiben lassen. Das wäre fatal. Doppelschlag können wir gerade nicht blocken. Okay, wenn wir rechtzeitig genug zurückgehen, kriegen wir keinen Schlag mehr ab. Ähnlich wie beim Höllenfeuer. Ich muss ja ehrlich zugeben, ihr Schaden ist überschaubar. Das war zu früh zurück, okay. Ja,
Ja, den Doppelschlag hätte ich kontern können. Okay, ein Wirbelwind. Das heißt, wir gehen zurück. Das war wieder zu früh hin. Das war ein Doppelschlag. Okay. Fetzen. Heil dich mal lieber selber groß. So. Ja, sieht alles noch ganz okay aus. Den kontern. Du hast kein Mana mehr. Dann nimm einen kleinen Mana-Trank. Wir sind im Bossfight. Doppelschlag können wir gerade nicht blocken. Das heißt, den müssen wir kassieren. Wir können uns aber ein bisschen Schutz machen. Das wird jetzt ins Auge gehen. Sowas von ins Auge gehen wird das. Ja. Okay, ein bisschen nicht aufgepasst und falsch mit dem Heilen gemanagt und dann geht alles den Bach runter. Ich hätte die Notfallheilung nicht auf sie sprechen sollen oder vielleicht einen Trank benutzen sollen. Oh, nebenbei Tränke. Ich könnte mal... das machen. Fetzen und Schwingen, da kann ich nichts gegen machen. Doppelschlag. Sollte ich so spät wie möglich unterbrechen. So. Mehr Heilungen auf ihn. So, Wirbelwind. Das haben wir gut gemanagt. Oh ja, das sollte ich einschalten. Und vielleicht mal auch den da. Dann machen wir es so. Den Doppelschlag. Oh, jetzt ist er auf Talisa ein bisschen stinkig, beziehungsweise sie ist stinkig. Okay, Fetzen kannst du ruhig. Doppelschlag können wir nicht blocken. Okay, da bin ich zu spät wieder vor. Wollte ich zu spät vorgehen? Doppelschlag blocken. Okay. Den Doppelschlag konnte ich wieder nicht blocken. Okay, schwingen ist okay.
Scheint ja irgendwie nur die Frontlinie zu erwischen. Womit ich klarkomme einigermaßen. Okay, jetzt brauche ich die Notfallheilung hier. Das war wieder zu früh vorgegangen. Schade. Okay, Mana-Trank. Okay, ein Heiltrank. Ich habe ja ein paar aufgespart. Doppelschlagblocken. Oh, hab vergessen, wieder vorzugehen, Mana. Hinter mir ist kein freies Feld. Jetzt ist da hinter mir ein freies Feld sein, ja. Jetzt wird es dann doch langsam unentspannt. Nennt. War ich wieder zu schnell vorne? Okay. So, das war jetzt richtig, ohne dass ich getroffen werde. Komm, wir haben den Heilzauber, wir sollten ihn nutzen. Doppelschlag kann ich gerade nicht blocken, das ist ärgerlich. Und Level up für alle außer Serikal. Und ein recht nutzloses Claymore. Tut mir leid. Die 13 Stärke, die braucht Thalissa. Bedrohung erhöhen oder mehr Schaden für alle. Erholte Blockchance, würde ich mal sagen, erstmal. So, erhöhte Heilung um 8% brauchen wir nicht unbedingt. Erhöhte die Parierchance. Das wäre eine Möglichkeit. Überwältigender Schlag. Das ist der hier, den benutze ich recht oft gegen Ziele. Und das ist sehr gut, wenn ich mehr Schaden mit dem mache.
Jedenfalls, wenn die Gegner schon weichgeklopft sind. Besserer Heileffekt. Das wäre eine Möglichkeit. Jeder Neuwuchsig hat die Mana-Generation zu verschaffen. Wäre eine Variante. Erstmal den Heileffekt steigern. Auch wenn er nur gering gesteigert wird. So. Wir haben nun also alle drei Elfenschwestern gefunden. Letztendlich sind sie nicht mehr weggelaufen wie die Gefangenen vorher. Sieht so aus, als ob sie gegen ihren Willen hier waren, so wie wir auch. Upsala. Nicht beenden, auch nicht das. Gesprächsstock, genau. Ganz unten bitte. Ja, wir haben nun alle drei Elfenschwestern gefunden. Ja, scheinbar zieht jemand an unseren Fäden und wir haben keine andere Wahl, als immer weiter zu gehen, tiefer und tiefer. Ja gut, aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, Ebene 12 zu erkunden, machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Das ist dann LP 017, speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.